Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus der Glanzwertmanufaktur. So, diesmal zu Gast, wie man unschwer erkennen kann, ein sehr, sehr schöner E38 BMW 7er. Ich habe ja selber auch einen, deswegen freut es mich auch mal, so ein Fahrzeug in der Obhut zu haben und zu bearbeiten. Der Wagen bekommt eine zweistufige Lackaufbereitung inklusive keramischer Beschichtung für Lack, Kunststoff und Glas. Wir schauen uns mal kurz den Lackzustand an. Alles weitere dann hinterher. In diesem Sinne, viel Spaß. So, gehen wir mal kurz auf die Eckpunkte ein. Dass wir hier aufgrund des Alters des Fahrzeugs, das ist ein 98er Baujahr, natürlich einige Sachen im Lack haben, sollte klar sein. Wenn wir genauso hingucken, wir haben auf jeden Fall feine Haarlinienkratzer. So, von hier, was mir genau aufgefallen ist, gleich genau auf der Ecke haben wir so eine kleine Abschürfung. Die werde ich versuchen, so gut es geht, zu glätten, zu mildern, dass dies nicht mehr allzu sehr auffällig ist. Die Türen wurden laut Auskunft des Besitzers schon einmal nachlackiert. Auch hier, wie man sieht, ein schöner Schleier, sehr gleichmäßig, ebenso auch unten herum. Hier haben wir schon die ersten Spuren vom Lackierer-Finish. Ja. Hologramme, was aber wie gesagt kein Problem ist, das zu beseitigen. Das sollte klar sein. Hier haben wir eine schöne lange Kratzerlinie. Hier fängt es an. Ich denke mal, das sieht aus wie von einem Busch oder so. Hier leider Gottes mal jemand mit einer Tür eingeschlagen oder mit irgendwas. Das werden wir nicht beseitigen können. Da ist auf jeden Fall, da geht es durch. Ne? Aber wir verfolgen mal diese Kratzerlinie. Startet jetzt hier vor dem Türgriff und geht dann hier so weiter. Folgen Sie dem Lichtpunkt. Und hier, ja, hier geht es weiter. Bis hier runter. Das werden wir auch versuchen, so gut es geht, zu beseitigen. Swirls, swirls, swirls. Muss das auch anders sein. Was aber nicht schlimm ist, dafür ist er ja hier. Lampenabdeckungen auch gut abgestumpft, werden wir auch wieder klar machen. Heckklappe das ähnliche Prozedere. Ein paar Ablagerungen durch den Kennzeichenhalter, weil man halt nicht jedes Mal dahinter sauber macht, lagert sich das eine oder andere mehr auf dem Lack ab. Aber alles nicht so tragisch. Hier wird es jetzt schon lustiger. Hier sehen wir schon in der Kante drin schon so ein paar Polierreste oder Ablagerungen von Schmutz. Und hier haben wir jetzt hier eine schöne Hologrammpracht. Ne? Auch hier an den Ecken und Kanten, beziehungsweise hier, sind sogar noch ein paar, ne? Hier haben wir ein paar Steinschläge. Ob ich den bis gleich ein bisschen mit auslegen kann, müssen wir mal gucken. Leichte Verkratzungen hier, das haben wir alles abstimmen, würde ich sagen, abmildern. Hier haben wir ein bisschen Overspray. Ja, sehen wir das? Ja, hier. Direkt an der Kante. Was auch lustig ist, wenn wir jetzt hier hochgucken, hier direkt an der Kante, zieht sich das so entlang. Ich weiß nicht, ob man es genauer erkennen kann. Polierreste bzw. auch die Klebekante vom Lack. Ne? Weil ich alles so gut es mir möglich ist entfernen, sodass hinterher wirklich ein schönes Bild zustande kommt. Hier haben wir sogar, oder zumindest da sieht man es nicht so gut, aber hier sieht man es besser, wenn man näher rangeht. Ich hoffe, ich kann es vorstellen. So, diese kleinen Pünktchen überall. Da sieht man es. Das sind wie ja, Dreckeinschlüsse, beziehungsweise auch hier und da leicht eingefallener Spachtel. Das werde ich ein bisschen schleifen, damit der Lackstand ein bisschen glänzender wird und zum Rest passt. Ne? Hier vorne haben wir wieder Originallack. Hier ist auch sehr, sehr dünn. Ne? Hier hat man so um die 180 μ. Hier haben wir hingegen so zwischen 66 bis 70 μ. Das ist ja, mit Vorsicht zu genießen. Hier haben wir auch noch einen schönen Kratzer.
Es ist zu tun an diesem Fahrzeug. Ja. Und ja, wie gesagt, Motorhaube ähnlich, die ist auch noch, ich glaube, die ist auch noch im Originallack, wenn ich mich nicht irre. Steinschläge, logischerweise. Ne. Aber alles weitere dann während der Bearbeitung. So, ja. Nichtsdestotrotz ist das Fahrzeug in einem sehr, sehr schönen Zustand, wie ich finde, für das Alter und für die Laufleistung. Jetzt geht es erstmal darum, den Rest noch abzukleben. Wir haben wieder natürlich ziemlich viel Kunststoffe zum Abkleben. Bei den älteren Fahrzeugen war bei dem E39 letztens ähnlich viel. Da auch nochmal vielen lieben Dank für die zahlreichen Aufrufe und Reaktionen drauf. Ich habe gesehen, das hat euch gefallen. Aber natürlich diesmal wieder ein bisschen mehr von meiner Stimme. Dies ist das erste Fahrzeug in dieser Episode. Wir wollen drei abhandeln. Mal sehen, ob das alles funktioniert. Aber ich gebe mir die größte Mühe. In diesem Sinne klebe ich jetzt alles, was nötig ist, ab, damit wir da nichts beschädigen. Und dann geht es den Lack ans Leder. In diesem Sinne sage ich andauernd, doppelt und dreifach in diesem Sinne, Vogelspinne. Bis später. Finish, gerade hier, wie man so sieht, ist noch ein leichter Schleier drin, aber ansonsten im Vergleich zu dann hier drüben wieder ist die Ecke schon sehr schön. So soll das aussehen. Weiter geht's. Auch jetzt am Dach brauchen wir verschiedene Polierbettgrößen, um das alles richtig zu bearbeiten. Wie wir gerade gesehen haben, habe ich jetzt hier bloß die Ecke mit dem 30 mm Bett bearbeitet. Ich gehe jetzt einmal die gesamten Kanten quasi mit dem 30 mm Fett ab. Die innere Fläche wird dann mit dem 125er gemacht. Das 30er Pad geht ungefähr bis hierher. Bis hier. Das Stückchen werde ich wieder mit dem 80er Pad geht bis hierher. Dann werde ich hier nochmal mit dem 30er Pad bearbeiten und dann weiterziehen mit dem 30er und das Dach somit dann fertig machen. Und dann geht es weiter mit dem kompletten Holm und dann mit, ich denke mal, noch die Heckklappe, die Sturmfläche, die obere und dann die Seiten. Musik.
Holm ist soweit geschliffen. Man sieht es, ein leichter Schleier ist drauf. Aber wir haben auf jeden Fall eine schöne Defektquote erreicht. Und auch auf der Heckklappe sieht man, was der Lack imstande ist, darzustellen, wenn er dann defektfrei ist. Hier so der Ausgangszustand, zahlreiche feine Linienkratzer und Kalkflecken. So im geschliffenen Zustand und so im gefinischten Zustand. Das sieht sehr schön aus. Ein schönes Blau. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, ich wollte es euch ja noch mitteilen. Aber dieses Blau ist nicht, wie ich erst dachte, Orientblau, sondern es ist Petrol Mica. Habe ich auch noch nicht gehört, aber ist sehr schön. Genug der Schwafelei. Weiter. Mach noch kurz was, warum ich das jetzt abgeklebt habe. Ne? Wir haben jetzt quasi hier quasi die Kante zur Tür und hier innen drin ist ein Dichtungsgummi. Der dient zur Geräuschdämmung für das ganze Fahrzeug. Hier konnte ich den schön abkleben, weil man kann hier die Tür schön öffnen und dann kann man den Gummi schön abkleben. Das ist hier an der Stelle so einfach nicht möglich. Deswegen erstmal auch, um die Kante noch ein bisschen zu schützen und halt auch nicht, dass auf diesen Türgummi Abtriebsspuren der Schleifpolitur gelangen, die dann hinterher nur mühsam entfernt werden müssen, habe ich das jetzt so abgeklebt. Das werde ich dann auf der anderen Seite, wenn ich dann die Tür poliere, quasi genau andersherum machen. Da wird dann quasi diese Seite maskiert, sodass wir halt von beiden Seiten polieren können, ohne dass der Gummi Politur abbekommt oder Schaden nimmt durch die Schleifpolitur an sich. Sieht man hier oft eher mehr als im Helm. Wenn man nämlich das komplette Licht quasi tot macht und dann rein mit den punktuellen Lichtquellen auf den Lack geht, sieht man die Defekte umso deutlicher. Hier sind auch schöne Hologramme im Lack, wohingegen auf dem schon geschliffenen Teil sich nur ein heftiger Grauschlag befindet. Und natürlich klingelt das Telefon.
So, nächster Tag, jetzt geht's ans Heck. Dabei muss man sagen, die Heckschürstange ist hier mal erfrischend einfach, da es quasi nur diesen lackierten Streifen ringsherum gibt und keine filigranen Applikationen. Das ist schon mal schön. Hier werde ich jetzt noch mal eben dieses Band entfernen, was zum Kantenschutz gedacht war. Und dieses Band kommt dann quasi, da ich jetzt hier diese Fläche hier noch mit polieren muss, mache ich jetzt hier ran, damit ich quasi mit dem Polierpad oder mit dem Polierstützteller nicht hier andauernd dagegen knalle, gegen diese Fläche, und da wieder Schäden zu machen, klebe ich mir jetzt diesen Streifen ab und danach geht es dann diese kleine Fläche ringsherum und dann geht es an die Heckklappe, um da die zahlreichen Defekte zu beseitigen. Hier haben wir auch ein paar drin, aber das wird auf jeden Fall eine einfachere Nummer als bei den anderen Fahrzeugen, die ich bis jetzt hatte. Nach dem ersten Polierdurchgang bzw. Schleifgang sieht schon deutlich besser aus, aber wir haben hier trotzdem hier und da noch ein paar tiefere Einschläge bzw. tiefere Kratzer. Um das jetzt rauszubekommen, weil wir haben jetzt hier eine andere Oberfläche, das ist jetzt eine Kunststoff- oder ABS-Oberfläche, nicht wie hier oben eine Metalloberfläche. Bei den Sachen habe ich jetzt die Erfahrung gemacht über die Jahre, dass ich Defekte besser korrigieren lassen, wenn man dann nochmal mit einem eher harten Pad drüber geht. Das werde ich jetzt auch nochmal versuchen, um diese tieferen Kratzer nochmal deutlich zu minimieren, zu mildern. Und dann schauen wir mal, ob das was gebracht hat oder ob ich hier nur Quatsch erzähle. Aufpassen. Wenn wir jetzt hier so schauen, sind die tieferen Kratzer noch mal deutlich besser geworden und das Lackbild noch mal ein ganzes Stück klarer. Ich muss meine Aussage aber trotzdem noch mal ein bisschen verfeinern. Ein hartes Pad auf einer Kunststoffstoßstange bringt auf jeden Fall noch mal eine deutlich bessere Defektkorrektur als ein Mikrofaserpad. Man muss aber halt auch die Struktur beachten. Beziehungsweise die Härte ist an sich erstmal entscheidend und der Reibwert der Oberfläche. Je mehr Reibung entsteht, wir haben hier eine sehr, sehr raue Oberfläche, wie man eventuell erkennen kann, wenn er den mal fokussiert. Diese sorgt natürlich auch nochmal, dass mehr Lackabtrag geschieht. Und das mit diesen blauen Rubispads, mit den neuen, funktioniert das sehr, sehr gut. We'll be right back.
So, zweiter Tag. Wir haben es jetzt mittlerweile abends 19.45 Uhr. Der Schleifgang ist komplett erledigt am Fahrzeug. Morgen ist dann der Hochglanzgang angedacht, sowie auch die finale Bearbeitung aller Ecken, Kanten, Ritzen, Spalten, um das Gesamtbild nochmal zu verfeinern. Und dann hinterher erfolgt, wenn die Zeit morgen dafür noch da ist, die komplette Entfettung der Karosse und, wie gesagt, wenn Zeit ist, morgen noch die Beschichtung aller Oberflächen im Außenbereich. Petrol Mika ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Hat ein paar leichte Nuancen in Richtung Türkis. In der Sonne, also bin ich schon mal sehr gespannt, wie der mal wirken wird. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. In diesem Sinne, bis morgen. Dass gerade auch bei solchen älteren Fahrzeugen sowas seine Zeit braucht, denn man hat ja nicht nur flächige Bereiche, sondern auch etwas kleinere Bereiche, die besonderer Aufmerksamkeit gebühren. Thank you.
nächster Gast im Bunde, den man hinter mir sehen kann, ist ein Range Rover Velar R-Dynamic. Ist eingebucht für eine komplette Außenlackkorrektur, das heißt, wir gehen zweistufig vor. Erstmal, zumindest ist es so angesetzt. Alles was rot ist, also die rote Lackfarbe, das Firenze Red oder Firenze Rot, wird komplett korrigiert. Das Komplizierte oder die Feinheit bei diesem Fahrzeug ist extrem viele schwarze Hochglanzapplikationen. Quasi der gesamte Oberkorpus ab der Fensterlinie ist eine hochglanzschwarze Applikation. Das ist natürlich sehr schön. Das wird sehr viel Arbeit machen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, und halt auch sehr, sehr viele Details. Also da Detailverliebtheit bei Range Rover wird, oder bei Land Rover wird groß geschrieben, denke ich mal. Da ist sehr, sehr viel Handarbeit vonnöten, aber das wird geil aussehen. Also ein Range Rover in Rot sieht man es nicht so oft. Ah ja, und als Schutz hinterher kommt das Max Protect UNCR Pro Elite drauf. Also in zwei Schichten, einmal das Light und dann das Pro Elite. Schönes Fahrzeug, gefällt mir auch sehr gut. So, gehen wir nochmal kurz auf den Lackzustand ein, beziehungsweise den Außenzustand an sich. Hier sehen wir auf jeden Fall auf der Motorhaube, wir haben auf jeden Fall einen schönen Schleier. Viele oberflächliche Mikroverkratzungen hier auf diesen schwarzen Hochglanzapplikationen ist natürlich deutlich zu sehen, auch hier in diesem Relief geprägten oder eingeprägten Range Rover sieht man durch, weil das heller ist da drin, dass da ziemlich viele Ablagerungen in den Buchstabenprägungen stecken. Das werden wir alles von Hand herausholen. Was hier mal passiert ist, kann ich nicht sagen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich übel aus. Irgendwas hätte die Oberfläche mal extrem angegriffen. Ist aber komischerweise nur hier so, also quasi bei diesen seitlichen Applikationen. Ne? Auf der anderen Seite genauso, das ist mir bei der Wäsche schon aufgefallen. Ja, was haben wir noch, wie wir hier sehen können? Nochmal fokussiert hier. Polierrückstände, da war quasi schon mal jemand dran. Genauso auch hier, die Türgriffe. Das Einzige, was cool ist, ne? Kratzer hier in der Türgriffmulde gibt es bei diesem Fahrzeug eher nicht, da diese Türgriffe ja quasi rein und raus fahren. Somit bleibt man da quasi eher nicht am Lack hängen. Ich kann da jetzt auch keine großartigen Defekte jetzt am Rand erkennen. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen, auch Polierrückstände. Ne? Dieser feine helle Schleier. Jetzt sieht man es glaube ich noch besser. Wenn er den mal fokussieren möchte. Ah. Ja. Da muss auch schon mal irgendwie poliert worden sein. Das ist auch auf allen vier Türgriffen so, dass wir oben drauf den schönen weißen Schleier haben. Das ist natürlich nicht schön. Ne? Auf diese wunderschönen hochglanzschwarzen Applikationen extrem zerkratzt. Und zwar komplett. Also ich bin gleich wieder für euch da. Kleinen Moment. So, Telefonat kurz beendet. Machen wir weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Hier oben. Ne, wie gesagt, hochglanzschwarze Applikation. Ich kann auch nicht erkennen, ob das eigentlich jetzt Metallic sein soll oder nicht, aber ja, das geht schöner. Ich sag mal so schön. Das könnte fast ein modernes Kunstwerk sein. Hier, das ist auch so eine, Range Rover, aber auch BMW-Krankheit. Das sieht man auch oft. Man sieht, dieses Teil hier ist heller. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier ist auch irgendwie so eine Ecke, die dunkel ist. Ich habe keine Ahnung, ob das eine oberflächliche Ablagerung ist oder nicht. Ich werde es polieren, ich werde es versuchen von den Defekten zu befreien und hoffe, dass dabei auch die ursprüngliche Farbe wieder zum Vorschein kommt. Aber ich vermute, hier ist eher
ja, ein starkes Ausbleichen der Sonneneinstrahlung da passiert. Aber ja, Swirls. Wohin das auch reicht. Selber auch hier. Ne? Und natürlich auch auf dem Lack. Auch hier. Schön sieht an den Buchstaben in den Zwischenräumen. Fokus. Hallo. Fokus. Ah. Ja, hier in den Zwischenräumen, an den Rändern von den Buchstaben oder auch hier quasi ja, im Zwischenraum. Schöne Ablagerung der Jahre. Das benötigt eine anständige Politur von Hand. Das gesagt mit den Fingern. Aber daran soll es nicht hängen. Das wird aber halt wieder ein ziemliches Gefuddel. Ja, wie gesagt, der Schleier zieht sich. Oh, hier, nein, hier ist weniger los, aber hier sieht auch der Lackstand ein bisschen anders aus. Ich vermute, hier wurde mal die Tür nachlackiert. Wir werden das sowieso noch messen. Hier sind auch Polierspuren zu sehen. Ja, hier, so, ja, so, Polierspuren. Ich glaube, die Seite hier wurde mal nachlackiert, zumindest die beiden Türen. Hier haben wir wieder den Schleier drin, der original auch drin war. Und hier auch diese starken, ja, hier wurde quasi das Material extrem angegriffen und auch zerstört. Da werde ich auch nicht viel retten können, leider. Das sollte man einfach mal austauschen. Ne? Hingegen hier vorne ist alles safe, ist alles schön. Also bis auf den. Bis auf die Defekte, die drin sind, aber ja, die sind sogar noch, wenn man das sehen kann, am A unten sind so Polierreste drin. Ich sehe alles, Freunde. Ihr könnt euch nicht verstecken. Ja, auch der Grill hier wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen, da ich dieses teilweise von Hand vielleicht auch maschinell polieren werde, aber wir haben ja quasi hier nochmal zusätzlich zu den Ritzen auf den Stirnflächen nochmal zusätzlich schwarze Elemente, die das zieren. Also Details. Wohin das Auge nur reicht. Ja, und auch hier vorne bei den Buchstaben dasselbe Spiel wie hinten. Ablagerungen an den Kanten. Das wird wieder ein Fingerspiel quasi. Ja, aber auch hier ist das Schwarz eigentlich komplett hinüber, so wie das jetzt aussieht. Das braucht eine gute Schleifpolitur und ein ganz, ganz mildes Finish. Und hinterher eine ruhige und vorsichtige Hand des Besitzers beim Waschen. Weil der Nachteil ist bei diesen Geschichten, die können sehr schnell wieder verkratzen, wenn man es nicht sanft genug anfasst. Ist auch hier quasi die typische Stelle in der Mitte, wo man quasi immer anfasst zum Öffnen. Wenn man da hingeht hier. Ziemliche Markierungen vom Angreifen, vom Ankrapschen, das ist aber halt normal. Das sind normale Gebrauchsspuren. Auch hier unten rum. Oh, hier wurde poliert. Ah! Hier hat einer poliert, Chef. Ich hab's gesehen. Naja, aber am Ende war es natürlich mal wieder kein. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Die Frontstoßstange scheint auch mal eine frische Schicht Klarlack bekommen zu haben. Wir haben hier nur so ein paar leichte Wischkratzer. Es sind auch verhältnismäßig wenig Einschläge. Hat dieses Fahrzeug ja schon an den 100.000 Kilometern. Dafür sind es extrem wenig Einschläge und Steinschläge. Da ist mit Sicherheit mal Neulack gekommen. Weil wenn ich mir mal so direkt anschaue, den Lack so an sich, klar haben wir so ein paar leichte Abdrücke und Einschläge von Insekten und dann gucke ich immer so direkt daneben zu der hochglanzschwarzen Applikation. Da ist hier schon mehr drauf eingeschlagen. Also hier ist auf jeden Fall auch definitiv mal Neulack drauf gekommen. Aber was soll's? Dafür ist er ja hier und dafür wird er wieder schön gemacht. In diesem Sinne, let's go!
nach dem ersten Probedurchgang. Wir schauen mal. Erster Probedurchgang. Defektkorrektur ist hier sehr, sehr schön. Die Kombination, die ich jetzt hier hatte, die war wahrscheinlich schon ein bisschen zu scharf, weil das hier ein starker Schleierwert ist, wie man hier sieht. Ne? So Ausgangszustand. Hier quasi die Kante des polierten Feldes. Und ja, es hinterlässt schon einen starken Schleier. Das heißt, wir können ein bisschen sanfter rangehen. Das spart natürlich Werkabtrag, was sehr gut ist. Vielleicht können wir sogar auf ein Schaumstoffpad gehen. Schauen wir mal. Im Großen und Ganzen schaut das doch sehr schön aus. Dann werde ich noch ein paar Pad-Politur-Kombinationen testen, bis ich das Richtige habe. Und dann geht's weiter. Schönen guten Tag. Während der Arbeit am Range Rover bemerkte ich ein immer stärker werdendes Kratzen im Hals, sowie unübliche Hitze- und Kälteattacken mit einhergehenden Kopfschmerzen, was nur eine Schlussfolgerung zuließ, und zwar, dass ich krank werde. Folglich war ich am nächsten Morgen gesundheitlich nicht mehr in der Lage, an diesem Fahrzeug weiterzuarbeiten. So blieb ich 2 Tage zur Genesung im Bett und die Firma geschlossen. Glücklicherweise habe ich mir genügend zeitlichen Puffer bei diesem Auftrag einkalkuliert, um die Arbeit am dritten Tag fortzusetzen. Allerdings habe ich dabei die Kamera komplett außer Acht gelassen, da die Zeit nun doch drängte und ich das Projekt noch fachgerecht abschließen wollte. Daher kann ich euch hier leider nur noch die Finish-Bilder vom Range Rover zeigen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Mittlerweile bin ich wieder auf dem Damm. Und hier haben wir das letzte Fahrzeug für diesen Vlog. BMW M4 Competition. Bekommt quasi ein Neuwagenpaket. In Anführungsstrichen. Er ist schon ein paar Kilometer gefahren. Aber das macht nichts. Der Wagen bekommt ein komplettes Außenpaket. Im Neuwagenumfang. Das heißt, eine einstufige Politur für den Lack. Einzig an der Front. Teilweise von der Motor, ein Teil von der Motorhaube, also der Frontteil, und sowie auch Spiegelkappen und A-Säulen werde ich mit ein bisschen mehr Schleifwirkung behandeln, da
der Besitzer halt schon ein paar Meter gefahren ist, das Fahrzeug wahrscheinlich auch dementsprechend richtig bewegt hat. Und da sind natürlich ein paar Insekten an der Front ein bisschen härter eingeschlagen. Die Einschläge müssen wir noch ein bisschen wegbekommen. Und ja, somit wird quasi die Front und alles, was jetzt, ich sag mal, alles von der Fahrbahn her aufsammelt, das wird nochmal zweistufig bearbeitet. Dann bekommt das komplette Außenkleid, das heißt Lack, Kunststoffe, bekommen eine keramische Beschichtung. Diesmal wird das Gion Mose Evo dafür herhalten. Sowie auch die Felgen dann im Nachgang, weil diese wirklich sehr filigran sind. Das zeige ich euch dann hinterher noch. Das ist ein Albtraum, die zu reinigen. Sehen zwar sehr schön aus, aber zum Reinigen, zum Saubermachen ein absoluter Albtraum. Diese werden separat nochmal gereinigt, poliert, sowie auch die Bremszangen und dann hinterher auch noch keramisch beschichtet. Ja, und in die Einstiege mache ich eine Lackschutzfolie. Das wollte der Besitzer auch noch. Jetzt trinke ich auch erstmal noch meinen Kaffee aus. Dann schauen wir mal ganz kurz rum ins Fahrzeug. Wie gesagt, der Lack ist wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Ist wirklich sehr gut ausgeliefert worden. Geht eigentlich nur um die Einschläge an der Front. Da werde ich mich dann auch gleich sofort drum kümmern als erstes. Und dann schauen wir mal. Plan für heute. Politur komplett fertig. Und Plan für morgen dann Beschichtung der Außenhaut. Die Felgen aufbereiten und beschichten. Und sowie auch die Bremszangen. Und wenn dann noch Zeit ist, die Lackschutzfolien einstiegen, ansonsten mache ich das dann noch übermorgen. Kaffee, 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 Kaffee. Wie Sie sehen, sehen Sie so gut wie nichts. So ein ganz, ganz feiner Mikroschleier. Das ist überhaupt nicht der Rede wert. Ja, also der Lack ist wirklich, wie man es hier so sieht, ist wirklich sehr schön ausgeliefert. Wie gesagt, so einen ganz leichten Schleier haben wir drauf. Aber das ist überhaupt nicht der Rede wert. Hier sehen wir es schon an den Carbonkappen. Das sind die Einschläge. Es sind zwar keine Rückschnitte mehr von den Insekten dran, aber wie gesagt, der Aufschlag ist noch zu sehen. Das müssen wir halt wegmachen. Genauso wie wir das auch an der Front haben. Ja, das sind halt die Einschläge, die Abdrücke der Insekten, die diese im Lack hinterlassen. Die werden wir quasi wegpolieren. Ansonsten, wenn man das davon mal absieht, sind wirklich so gut wie keine Defekte drin. Also es ist wirklich, ist gut ausgeliefert, ist nicht irgendwie wild dran herumpoliert worden. Das ist wirklich, also da muss man sagen, BMW M, das hat das sehr schön gemacht. So liefert man Neuwagen aus. Also das finde ich gut. Oh, was haben wir denn hier? Eine Finish-Spur. Hier. Seht ihr das hier? Super, ganz leichte Schleifkringel. Hier. Da haben wir was. Was aber auch nicht so schlimm ist. Das kriegen wir weg. Aber ansonsten, wie gesagt, steht er wirklich gut da. Wird eine schnelle Politur oder eine normale einstufige Politur wird es sein. Und dann ist das alles fein. Dann ist das alles schön. Und man muss wirklich sagen, die Farbe gefällt mir sehr gut. Ich finde es im Allgemeinen sehr gut, dass BMW sich da mal wieder ein bisschen was traut mit Farben und nicht immer nur so was wie ja, Leasinggrau oder Schwarz oder Silber, sondern dass gerade auch bei den Sportmodellen, bei den M-Modellen ein bisschen Farbe ins Spiel kommt. Ich weiß, die Front regt wirklich zu wilden Diskussionen an. Aber ich muss wirklich sagen, so ohne das störende Kennzeichen in der Mitte finde ich es doch schon mehr anschaulicher, als wenn das Kennzeichen dran wäre. Weil das Kennzeichen, was ja eigentlich da so in der Mitte über dem Steg ist, geht eigentlich für mich gar nicht. So hat das was von einem Alpha, ne? Wie von dem Scudetto, was bei einem Alpha vorne in der Mitte ist, dieses Dreieck. So wäre das cool. Kennzeichen irgendwie an der Seite angebracht und dann fetzt das. Ne? Aber ja, über Design kann man streiten und ja. Aber so mit der Farbe, mit den Akzenten, mit den Shadowline-Akzenten in Hochglanzschwarz. Sehr schön. Kann man machen.
So, mittlerweile sind wir am Ende angekommen von der ganzen Geschichte. War alles ein bisschen abgekürzt, verkürzt zum Schluss. Es lag einfach daran, wenn du halt ein, zwei Tage krank machen musst oder krankheitsbedingt zu Hause bist, das fällt dir hinterher komplett auf die Füße. Manchmal auch noch wochenlang, das ist so. Deswegen, ja, der BMW M4 ist es fertig. Lack ist poliert. Teilweise die kleinen Spuren, die drin waren, die sind korrigiert. Das Coating ist drauf auf Lack, auf Glas, auf Kunststoff. Auf den Felgen, die sind auch noch beschichtet. Mit der Lackschutzfolie. Ich habe ja genügend gute Folierer in meinem Bekanntenkreis. Das werden die in Zukunft machen, weil ich habe es nicht hinbekommen. Das sah einfach nicht gut aus. Aber wie gesagt, der Kunde kann das ja jederzeit noch nachholen bei dem Folierer. Ich bleibe beim Polieren, das ist das, was ich kann. Und die anderen machen das, was die können. Ja, in diesem Sinne. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, dass trotzdem irgendwie ein paar schöne Sachen mit dabei sind, die man sich angucken kann bei der ganzen Folge. Es lief halt alles ein bisschen anders als geplant durch meinen krankheitsbedingten Ausfall. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das alles gefallen hat, wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Und bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt sauber, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.